Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Jade Cocoon von Shadowlorn. Ja, im letzten Part haben wir uns ja schon mal eigentlich schon fast durch den kompletten Käferwald geschlagen. Allerdings habe ich dann auch ein bisschen was zu erledigen. Und dafür brauche ich Folgendes, nämlich Dina. So, deswegen bin ich jetzt hier bei Mabu. Kurus hatte gesagt, unsere Nagi-Frau ist in der Lage, die Kokons zu reinigen. Und genau das werden wir jetzt tun. Übertreib es nicht. Bis du besser in der Jagd ausgebildet bist. Einverstanden? Und sprich mit Mutter Garai, wenn es Dinge gibt, die du nicht verstehst. Doch sieh dich vor, ihre Geschichten können lang und langweilig sein. Aber erzähl ihr nicht, ich hätte das gesagt. Nö, machen wir schon nicht. So, nun brauchen wir den Nagi-Zauber. Oh, du hast ein paar Leuchtkäfer-Kokons. Ich werde sie ein bisschen reinigen. Unseren Feinden lieben wir. Und für die Geplagten beten wir. Bewähre uns, den weisen Bestien, die Kraft, den Geist zu berühren. Ich werde diese hier bei mir behalten. Sag mir, wenn du sie brauchst. Ja, und das macht sie wirklich jedes Mal, wenn wir reinigen. So, es gibt es gibt mehrere Auswahlmöglichkeiten bei Mabu. Vor allem hat es der Groß schon erklärt. Spinnen. Damit können wir Kokons, die wir nicht mehr, Diener, die wir nicht mehr brauchen, freilassen. Dadurch wird der Kokon, den die Diener aber gefangen, fahren, zur Seide. Und diese Seide können wir dann im Laden verkaufen, um Geld zu kriegen. Das werden wir vor allen Dingen mit einer bestimmten Art von Diener machen, den ich aber auch gleich noch erklären. Ausrüsten ist klar, an sich können wir uns die Diener ansehen. So, wir wollen aber erstmal vereinigen. So, ich werde hier für diesen Let's Play, man kann leider nur drei mitnehmen. Deswegen werde ich halt auch mich auf drei Elemente konzentrieren, nämlich Wasser, Luft und Feuer. Ich weiß noch nicht genau, welche Dienerarten ich dafür, Rassen ich dafür nehme. Vielleicht werde ich auch im ersten, zweiten oder dritten Wald nochmal die Gattung wechseln. Weil, man sollte sich relativ früh auf einen Diener konzentrieren, den man halt damit hochsteigert. Denn durch die Vereinigung werden halt die Werte gesteigert oder gesenkt. Das kann man auch senken, die der Grunddiener hat. Also zum Beispiel, wir nehmen Apatron als Grundform und als zusätzliche Form nehmen wir das Bukambu. So, ihr seht gerade, HP, das Level steigt automatisch, weil beide das Level haben. Dann HP steigen um 8, Mana steigen um 5. Angriff, die magischen Werte steigen auch um 1 und jeweils um 3. Dafür sinkt aber auch die Abwehr. Das sehe ich das Problem. Man muss sich halt direkt zu Anfang sicher sein, welche Diener möchte man haben, welche Stärken sollen die haben. Oder man sollte sich relativ früh dafür entscheiden. Weil je stärker die Diener werden, oder je später es wird mit den Dienern, und je stärker die eigenen Diener werden, umso gravierender können dann die Malusse sein, die man dadurch erleidet. So, wenn wir jetzt auf Viereck drücken, sehen wir halt die Fähigkeiten der einzelnen Diener. Zum Beispiel Apatron und Mokambu haben beide den Hornangriff, Wasser, und dazu hat er Vali und er Medina. Die werden dann kombiniert zu Vali und Medina. Vali ist ein Angriffszauber, deswegen A für Attack, und R steht für Recovery, also Heilen. So, wenn wir jetzt einfach noch Kreis drücken, sehen wir nochmal die Kombination, wie es aussehen würde. Ihr seht also, die Grundform ist halt wirklich so die körperliche Form, während der Zusatz eher die Darstellung oder die ist, nein, ich komme gerade nicht drauf. Während dafür steht, welche Hautfarbe er sozusagen hat. Man kann auch ein bisschen vergrößern. Ja, also auf diese Größe könnte er heranwachsen mit dem richtigen Level. Deswegen, er sieht nicht mal so schlecht aus und wir haben wirklich keine andere Wasserdiener. Also einigen wir die beiden. Oh magische Geschöpfe, die uns dienen, verbindet euer Fleisch, auf das noch größere Kraft daraus fließt. Enthüllt uns euer heldenhafte Gestalt. Und ja, das kommt auch immer. Okay, das war's. Gut, und nun können wir die Diener natürlich auch benennen. Wir können mal Apatron bleiben, oder? Was ich gerne mache, ich werde hier wieder mal, wie ich es gerne mache, ein paar Display-Namen nehmen. Ich denke mal, das wird Henny sein. Henny, du wolltest doch mit Sicherheit mal ein Drache sein, oder? Das bist jetzt du. Ach Quatsch, mit dem Drache, Henny. Ach Quatsch, mit dem Drache.
Henny, wo haben wir das Y? Henny. Wo haben wir denn L? Und ist das P? Henny LP ist mein weißer Diener. So, dann werde ich jetzt wahrscheinlich dann das Wasser, den Winddiener nehmen. Dafür nehme ich Squoot und Scarwasp. Damit haben wir natürlich jetzt eine Insektenstange sozusagen. So, die Fähigkeiten von denen sind dann jetzt Klaue vergiften. Und das Malte, was das Scarwasp hat. Da gehe ich auf meinen Stammbaum, aber es ist weiter interessant. Und das Ergebnis würde so aussehen. Ein bisschen merkwürdig vielleicht. Allerdings, die Werte sprechen für sich. Das ist das Schnellste. Aber es ist nicht stark. Deswegen vereinen wir jetzt. O magische Geschöpfe, die ins Gehen. Verbindet euer Fleisch, auf das noch größere Kraft daraus fließt. Enthüllt uns eure heldenhafte Gestalt. Ich denke, ich werde auch in Zukunft das Reinigen und das Vereinen rausschneiden und ich werde auch einfach dann die Ergebnisse davon zeigen. Wenn ich denke mal, das sollte soweit okay sein. Ihr müsst ja nicht unbedingt jedes Mal sehen, weil teilweise werden wir mehrere Diener auf einmal vereinen. Und vor allem ist es halt nur für euch interessant fürs erste Mal, damit ihr halt versteht, worum es da geht und was man auf da achten muss. So, mein Winddiener, meine Schlange. Dabei werde ich, glaube ich, sowieso mal auch mal wieder nehmen. Ja, es ist mein Lieblingsbär, deswegen benutze ich den halt gerne, sorry. Suishomaru. Ich hoffe, ich habe das richtig geschrieben, aber eigentlich... warte mal, ich habe das vergessen. Hahaha! Suishomaru. So. Ach, das mache ich da. Eieieiei, jetzt habe ich mal ganz vergessen, wie man Sui schreibt. Okay, gleich wieder da. Also doch mit da. Hui, Suishomaru. Ah, halt von doch richtig gehabt, hä? Wenn man es selber schreibt, sieht meistens so komisch aus. Suishomaru. So. Noch mehr Verein. Ja, bitte. Damit haben wir auch jetzt meinen Winddiener. So, und nun kommt auch so mein Feuerdiener. Und da muss man nachdenken, welche. Nehme ich die Patasch? Nehme ich die Parteime oder nehme ich die Patalichu? Ich denke mal, ich werde mal die Grundform Patasch nehmen, weil, oha, da sinken die magischen Werte. Hier auch, oh, das ist bitter. Das ist das Blöde jetzt. Also, ich wollte gerne einen magischen Diener auch gerne haben. Aber mit den Patasch und diesen beiden Grundvoraussetzungen läuft es, glaube ich, nicht. Was mache ich denn da jetzt? Vielleicht nehme ich dann die Parteime. Ja, mache ich es halt so. Nehme ich halt die Käfer-Variante. Oh, cool. Habe sogar Agnes. Agnes ist eine Besonderheit. Die geht nämlich auf alle Gegner. So. Und dann wird es dann so aussehen erstmal. Ja. Nehmen wir mal den Käfer. So, das überspringen wir jetzt einfach mal. Durch Button-Smashing. So. Dann ist der Part, oh Gott, da geht das schon wieder 10 Minuten. Okay, Leute, ich denke mal, ich werde das Let's Play die pro Part doch 20 Minuten machen. Weil wir haben heute auch noch ein paar andere Sachen vor. So, und das wird der Kommentator. Also, oder wahrscheinlich kurz Kommi. Ich denke mal, ich werde auch mich auf der Kommi vereinigen müssen. So. Natürlich dann noch richtig mit der 3. Der... Wo haben wir das K? Der Kombi. Eine Kombination aus den langen, aus den kompletten und seinen Spitznamen. So. Ja, bitte. Und dann natürlich nochmal der Kombi mit Parteilichu, um seine Angriffskraft weiter zu erhöhen. Gut, dadurch sinken ein paar Werte wieder. Allerdings kriegen wir auch das Horn. Und das wird am Ende dann so aussehen. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, aber mit diesen Horn auch ziemlich cool zugleich. So, wollen wir mal wieder vereinen und dann sind wir auch mit dem Verein fertig, haben auch keine Diener mehr übrig. Und ja, damit begeben wir uns dann in den Wald, aber vorher müssen wir die Diener auch noch ausrüsten. So, jetzt fragt es gleich wieder, okay, willst du die Diener? Gleich kommt wieder die Frage nach den Namen, den lassen wir natürlich, also
Der Kommi bleibt der Kommi. Nein, nicht weiter fein. Aber jetzt müssen wir ausrüsten. Ja, wir müssen die Kinder manuell ausrüsten. Ansonsten würden sie ja bei Mabu bleiben. So, und dann natürlich noch... Sui. Ach Quatsch, da habe ich die Kombi rausgeschmissen für. Hä, das ist auch blöd. So. Alles klar, dann Mabu. Danke sehr. Ja, dann viel Glück. Ich werde immer hier sein, falls du irgendetwas brauchst. Ja, ich werde häufig deine Magie brauchen. So, dann begeben wir uns doch jetzt endlich wieder in den Käferwald. So. So, hier sind wir auch schon. Jetzt können wir uns direkt in den Käferwald begeben. Was wir natürlich auch machen. Und dann sind wir wieder hier an dem Ort, wo alles anfängt sozusagen. So, jetzt allerdings werden einige Diener halt fehlen. Oder auch nicht. Das ist ja der typische Vorführeffekt. Na gut, dann den Diener hat er schon gefangen. Allerdings werde ich dann jetzt mal kurz mal Dienerkämpfe zeigen. So, dann rufen wir mal kurz mal den Henny, weil er als Wasserdiener natürlich gegen Parteimittel ein Vorteil ist. Ich hoffe dann auch, dass ich jetzt endlich die Luftversion von einem Diener erfangen kann. So, der könnte natürlich seine Spezialfähigkeit das Horn einsetzen. Machen wir doch einfach mal. Was natürlich abgeblockt wird. Oh Gott, ist das kacke. So. Jetzt, und ihr könnt jetzt mal den massiven Schaden sehen, den das Horn macht. Deswegen, ja, ihr werdet schon, mit den Tagevorzüge sind wichtig bei diesem Spiel. Also, genauso ist es auch umgekehrt, elementare Schwächen. So. Wie ihr sehen könnt, auch jeder Diener hat eine gewisse Sterbeanimation, aber das ist ja selbstverständlich, ne? So, da kriegen wir auch einen Schablikör. Übrigens, wenn wir Diener einfangen, ist das gleich, als würden wir sie besiegen. Und ihr seht auch schon, nach jedem Kampf werden die Diener ein klein wenig geheilt. Das ist besonders wirklich. Und gut. Sehr schön. Dann begeben wir doch jetzt mal weiter hier in den Wald hinein und wollen wir mal sehen. Also ich sollte eigentlich dann auch von den Hughes-Gegner, also von den Hughes, wie ich sie gerne nenne, auch eigentlich jetzt eine Windversion da irgendwo rumkrebsen. Also jetzt nächstes Rien sollte jetzt eine Windversion sein. Jawohl, da haben wir die endlich auch mal. So, jetzt haben wir auch hier den Ska-Egg. Jetzt den könnten wir rein theoretisch gleich mal in Sui reinschmeißen. Werde ich vielleicht auch machen. Aber erstmal ruhig mal kurz. Gehen wir raus, den Kommi. So, ich benutze auch meistens die Diener zum Anschwächen der anderen Diener, weil die halt den Schaden regenerieren. Während das natürlich unsere Fahnen das nicht macht. So, was jetzt? Wahrscheinlich werde ich dann im nächsten Part. Das ist wahrscheinlich, denke ich mal, dieser Part wird doch jetzt der Abschluss des Käferwaldes sein. Je nachdem, wie schnell ich halt spiele und was ich alles noch zeigen wird. So. Sehr schön, nun können wir das Gal noch einfangen und gut, der Kombi hat dann ein bisschen viel Schaden kassiert. Allerdings, nach zwei Diener-Kämpfen sollte es wieder geheilt sein. So, hätte natürlich jetzt einen Erddiener eingesetzt, hätte der eine Angriff wieder gemacht, hat dieser Elementarangriff, weit auf der Schaden gemacht. So, das sollte eigentlich ohne Probleme reingehen. Und wenn wir den eingefangen haben, begeben wir nochmal in diese Ruine, wo halt die Mukambus waren. Denn da haben wir jetzt ein Skelettschlüssel für, mit dem wir die Truhe auch machen können. Das sollte eigentlich kein Problem sein, weil ich bin schon Fangstufe 3. Und jetzt bin ich Fangstufe 4, wenn ich mich nicht verguckt habe. Ach, ist das toll mit meiner... Sehr schön, Fangstufe 4. Von Laien werden wir nur zum Neuling. Ja, halt je nachdem, wie gut wir ab... 1, 2, 3. Je nachdem, wie hoch unsere Fangstufe ist, ändert sich auch unser Rang. Das ist jetzt potenziell nicht wirklich wichtig, aber nice to have. So, jetzt gehen wir mal hier rein, denn ich will ja die eine Truhe öffnen. Und deswegen gehe ich nochmal raus. Nee. Deswegen haben wir auch gesagt, wir brauchen nicht wirklich den Laden, weil wir finden hier, wenn man die Schlüsselposition ungefähr weiß und auch wo die Truhen sind, findet man da so viel an Ausrüstung, die der Schlüssel benutzt,
Weil ich finde, 4x Meter Krutwurz ist doch besser als die normale Krutwurz, ein Schafwicker und ein Eisenstirnband. Weil man findet hier genug Ausrüstung und so. Und hat genug Items. Das ist echt, ja. Wir brauchen den Laden nicht wirklich. So. Was denn nü? Genau das wollte ich. Genau da wollte ich auch jetzt ohnehin lang gehen. Wollen wir nochmal gucken? Jens, lass uns das auf diesem Weg jetzt finden. Den einen Weg haben wir komplett erforscht soweit. Und jetzt sind wir mal auf diesem Weg hier. Ich werde auch in jedem Wald immer jeden Weg lang gehen, Leute. Also ich werde euch das Gesamte zeigen. So. Ja, gleich sollte was kommen. Genau. Halt, Junge! Hä? Wer ist das denn? Ich habe Gerüchte gehört, dass sich Männer als Kokonmeister verkleiden, um hier zu wildern. Du könntest einer von denen sein. Wir sollten herausfinden, ob du echt oder unecht bist. Ja, um Leute, die richtig zugehört und aufgepasst haben, das ist Louis. Nur mit einer Maske auf. Oder so. Jedenfalls dafür hol doch irgendwann Sui raus und macht Kämpfe wirklich immer mit euren Dienern, Leute. Das ist wirklich so, ihr habt davon nichts. Also ich krieg keine Erfahrung von oder so. So, versuchen zu vergiften. Na gut, das hat nicht ganz funktioniert. Gut, und Louis ist natürlich kein Kokonmaster, deswegen kann er nichts dabei rufen. Das ist keine Animation, noch eine Animation. Und dann greifen wir mal weiter an. So. In der Regel sind eigentlich unsere Diener wirklich Menschen weit im Vorteil. Das ist Louis Zauberanimation. Bisschen mehr irritating. Und Angriff. Die meisten Kämpfe sind halt ein bisschen lahm, sag ich jetzt mal. So, die physische Verteidigung ist nicht so gut. Versuchen wir mal mit Multi ein bisschen Schaden zu machen. So, und. Wee! Ja, der Schaden war ganz gut. Ihr seht auch schon, die meisten Fähigkeiten kosten 10 Mana. Ja. Manche kosten ein bisschen mehr, zu denen kommen wir aber auch, wenn es soweit ist. Und vergiften wir natürlich nur, wenn es geklappt hätte. Aber was soll's, da kommt Sui das. Oh Gott sei Dank. Mann, oh Mann, ich muss echt mal an der Geschwindigkeit von Sui tun. Die ist echt. Na gut, Sui ist halt eine Schlange, die sind nicht dafür bekannt so schnell. Obwohl, Schlangen können auch verdammt schnell sein. So. Und damit ist auch der Fremde, aka Louis, besiegt durch Sui. Louis besiegt durch Sui. Das passte schon irgendwie. So, eine große Walnuss. Und ihr seht, Louis war Level 1. So, große Walnuss, liebe Leute, das erhöht die Max-HP von Levant. Allerdings benutzt sie nicht jetzt. Au! Das tut weh. In Ordnung. Das reicht erstmal. Da vorne ist die Hütte von Meister Chorus. Geh weiter. Mach, dass du wegkommst. Das nächste Mal werde ich nicht so sanft. So, und da ich schon wieder bei über 18 Minuten bin, würde ich sagen, ich mache jetzt in Zukunft die Parts in Form von 20 Minuten Parts. So, in die Hütte gebe ich rein. Und deswegen, von den Sperr geht eine seltsame Blockschrank aus. Aquazor erhalten. Deswegen, liebe Leute, brauchen wir keine Waffen kaufen, denn wir finden Waffen und allgemeine Ausrüstung halt auch meistens in den Wäldern mehr als genug. So, jetzt gibt es nur noch 2 bis 3 Diener, die ich gerne fangen möchte. So, da vorne haben wir auch schon einen davon. Ich versuche mal den hier zu fangen. Ihr seht das schon wieder, das ist eine Art Hund, Windelement. Allerdings ist er schon auf Level 3, das Madrek. So, deswegen haue ich mal wieder den Kombi raus. Hey, jetzt habe ich mal alle Diener in Aktion gesehen. Läuft doch geschmiert. So. Dafür mache ich jetzt mal einen Fangangriff, weil Madrex ist schon stark. Ihr seht könnt auch trotz elementarer Vorteil nicht viel Schaden. Und der Malangriff von Madrex macht schon verdammt viel Schaden. Dann ist mein Sword. Ja, okay. Und ist ein normaler Angriff. Und dann kann ich den Kombi schon wieder austauschen. Na Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hoffe, dass ich ihn schon einfangen kann. So, jetzt wechsle ich mal wieder zu Levant und versuche den jetzt mal einzufangen. Ich weiß, 14 HP ist viel.
Allerdings sollte das eigentlich noch klappen. So. Autsch. So. Versuche ich das mal zu fangen. Dann begebe ich doch mal zu den Schlangen rüber. Versuche mal, guck mal nach, ob ich da noch den einen andere Element Vitalwechsel hinbekommen habe, dass ich da jetzt die Feuerversion von denen fangen kann. Das werde ich jetzt off-camera machen und den nächsten Part werde ich A sagen, ob ich es geschafft habe und B werden wir eigentlich Meister Chorus besuchen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne gute Nacht. Wir sehen das nächste Mal, wenn ihr es wollt. Macht es gut!